Frage. Haben Sie Angst vor dem Tod? Ich würde sagen schon. Ich glaube, dass einem der Tod erst wirklich auffällt, wenn er kommt, wenn man ihm nahe gekommen ist. Oder wenn einem so klar ist, wie zerbrechlich man selber ist. Und ja. Ich glaube, ich habe schon ziemlich viel Angst davor, nicht mehr zu existieren. Glauben sehen Menschen und Tiere sind verschieden. Diese Frage würde ich vielleicht mit Verweis auf Donna Haraway beantworten, die ein sehr dichtes Schreiben mit Tieren zusammen ausprobiert und Tiere in Verwandtschaftsbeziehungen mit Menschen hineinfabuliert in Schriften. Und sie lebt auch sehr eng mit ihrem Hund zusammen. Also für mich sind Tiere und Menschen nicht ganz so verschieden, wie Menschen es vielleicht immer darstellen oder fordern. Und ich halte nicht so viel von dieser Überhöhung des Menschen gegenüber den Tieren.